Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video an meiner Seite, der großartige Starkiller, der da eine persönliche Affinität zu diesem Game hat. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind beim Roadrunner, der eigentlich nicht im Blau ist. Zumindest nicht so blau, höchstens wenn er mal was getrunken hat. Aber ich gebe dir recht, persönliche Affinität habe ich tatsächlich mit diesem Spiel. Ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen für den geschlossenen Kanal. Da habe ich das ja auch mit vorgestellt. Und du beschwerst dich, und das finde ich ein Skandal, über die Schneider- und ZX-Spectrum-Version. Das finde ich ein Skandal. Ja, wer sie selbst gespielt hat, wird mir aber nachvollziehen können. Das ist trotzdem ein Skandal. Skandal! Sonst, ich glaube, dieses Ding gibt es nahezu für wirklich jede Plattform, habe ich das Gefühl. Zumindest für jede damalige, ja. Ich glaube, das Ding gab es ja, glaube ich, für ein Arcade, ne? Richtig. Genau, also das ist, ja, und die Story ist relativ einfach. Ihr sammelt Brotkrumen ein. So, und der Coyote soll das Rote darstellen. Also nicht, ist in dem Fall bei der Atari-Version sicherlich die russische Version. Der Putin-Bär ist das. Ist ein Brüderchen-Coyote oder so. Und ich weiß gar nicht, ob es in der Atari-Version auch so Sachen gibt. Also in den anderen Versionen gab es da natürlich auch diese üblichen Gags, ne, wie Abgründe und Raketen und was weiß ich, was der da alles gemacht hat für einen Quatsch. Das sieht jetzt hier nicht so aus. Aber sie ist spielbar. Und du bist ja schon im ersten Level durch. Wow. Und da hast du deine Abgründe. Das ist ja geil. Womit das bewiesen wäre. Ich hasse dich. Ich weiß, der eine oder andere fordert tiefgründige Videos, aber das geht mir persönlich einfach zu weit. Das war jetzt zu tiefgründig, meinst du? Um mal noch einen ganz doofen Spruch machen, das ist mir einfach zu bodenlos. Das ist eine bodenlose Frechheit. So, hast du mal aufgepasst, wie man nach Level 2 kommt? Ja. Mach so wie ich damals. Einfach rennen. Das ist der Roadrunner, nicht Forest. Wieso? Der Roadrunner, der rennt doch auch. Der kann ja nicht fliegen. Miep, miep. Miep, miep. Spannend. Yes. Hier ist es übrigens nicht so, dass du jedes Vogelfutterteil fressen musst. Das ist scheißegal? Das ist scheißegal. Du kannst auch einfach geradeaus durchlaufen. Ja, gut. Es gibt halt nur Punkte hier. Gut. Du siehst ja, ich mach's perfekt. Ja, almost. Wieso war doch alles? Ja, aber die Abgründe wieder, ne? Vielleicht schaffst du ja jetzt mit den Abgründen. Das würde ich nicht einsammeln. Lass mich raten. Ach, war nicht gut. Das war nicht gesund. Aber es war doch blau. Ja und? Das war ein Abgrund. Manchmal auch blau, ist aber auch nicht gut. Gut, ist das nicht in Deutschland der Normalzustand? Alter. Also ich bin damals weitergekommen. Spoiler. Hat das denn auf einer Atari auch ein Ende? So weit bin ich auch nicht gekommen. Ja, aber du kannst das doch sicherlich mit deinem Fachwissen belegen. Also ich kann dir sagen, nach Level 2 kommt Level 3 und das wird dann einem bekannt vorkommen. Ach, das ist dein Level 1. Jetzt hast du schon wieder alles verraten. Ich habe einfach in, Achtung, in den blauen Dunst hineingesprochen. Ja, ins Blaue geschossen oder so ähnlich. Herzlich willkommen hier zum blauen Montag. Oder beim blauen Bock. Wollen noch irgendwelche anderen Witze mit Blau? Na, ich glaube nein. Ja. Ja, so blau, 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 blöd der Enzian. Genau. Heino, der alte Metaller. Mhm. Genau. Und natürlich das andere Lied. Schwarz-blau ist die Haselnuss. Ja, der Kampfsong aller Milka-Mitarbeiter. Mhm. Ja, die blaue Kuh von Milka. Ne? Die muss ja auch einiges ertragen. Ich meine, jedes Mal, wenn sie neu lackiert wird. Wobei, das hat die, glaube ich, gern. Na, hat sie endlich mal ein bisschen Ruhe, da lässt man von ihren Zitzen los, ne? Von ihrem Euter. Ach, du hast gelernt, sehr schön.
Wieso kann der eigentlich da drüber laufen? Weil er nicht springen kann. Obwohl, das kann Wile E. Coyote. Gut, in Zeichentrickfilmen, da springt er immer rein. Ja, ja. Vielleicht solltest du nicht so viel Abstand vor ihm haben, weil sonst wird er halt, ne, wissen schneller. Was sagst du so, deinem jugendlichen Leichtsinn? Sagt derjenige, der 2 Monate jünger ist als ich. Ja gut, ich habe immer jugendlichen Leichtsinn. Damals, als ich die Jugend gepachtet hatte. Damals. Damals bei den Bundesjugendspielen. Das war eine lange Geschichte. Ich hatte eine Zukunft. Dann habe ich mit YouTube angefangen. Und da war es vorbei. Da war es vorbei. Und seitdem sage ich, fuck the system. Ich spiele nur noch Summer Games. Nee, ich spiele eigentlich jetzt endlos den Roadrunner. Und, Jawohl. Ich wollte schon sagen, warum ist das Exit jetzt auch mal woanders? Der Weg ist jetzt länger. Genau, es gibt übrigens kein Shortcut hier. Ja, wahrscheinlich kein legales. Ich besiege dich. Du Kack-Koyote. Du hast keine Chance. Kann ich dir rein? Kann ich dich da reinloggen? Kannst du probieren. Ah. Jetzt hat er dich wieder. Sauhund. Ich könnte so nebenbei ein bisschen die Musik von Roadrunner von 64er machen. Genau, der Hummelflug, genau, was genau. Was total kreativ passend war. Mhm. Na komm. Arschloch. Den kann man doch gar nicht austricksen, oder? Auf hier. Das ist doch hier abgesprochene Scheiße wieder. Wo ist er denn jetzt? Ist er weg? Ja, da kommt er wieder angerollt. Das ist Exit! Vielleicht schaffst du es ja noch die Woche. Bleib da stehen, jawoll! Wahnsinn! Nee, Steel Shot, ist was ganz anderes. Siehst du, jetzt hat er einen Raketenwerfer in den Füßen, nur so nebenbei. Ich glaube, das Blaue war nicht so gut, oder? Ja, also es gibt Punkte, okay. Da siehst du, hast du am nächsten Level. Mhm. Ach, geht so die Demo durch? Wie geil ist das denn? Mhm. Die Demo ist auch scheiße. Das kennen wir auch von anderen Spielen so. Ja. Spielt ihr jetzt das ganze Game durch? Das ist doch was für diese Hobby-Let's Player mit den 3 Abonnenten. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und lass mich einfach die Demo laufen. Und ich möchte kurz hier meine Familie grüßen. Und die hat gesagt, ich bin ganz toll. Und ja, jetzt möchte ich auch Partner werden. Komischerweise redet meine Familie nicht mehr mit mir. Die meisten haben gar keine Familie. Ja, stimmt, die haben da so eine Einzimmerwohnung und im Keller, ne? Oder Achtung, jetzt kommt die andere Version. Ich weiß, ich beleidige jeden auf diesem Planeten. Die Patchwork-Familie. Wo der Vater auch mehr gern der Bruder und der Schwager ist. Familien im Brennpunkt. Verdachtsfälle. Ja, das war Roadrunner mit Miep Miep. Obwohl, er hatte eigentlich nicht Beep Beep, sondern Map Map. Irgend sowas so ein Miep Miep. Obwohl, auf dem Automaten hat er wirklich das Original Miep Miep gemacht, das weiß ich noch. Was ja auch vernünftig ist, weil ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht so schwierig zu animieren. Nicht wirklich. Da kriegt man auch die Farben hin. Mhm. Wie ist der kurze nochmal? Der Tiny Toon Version war Beeper oder sowas, ne? Das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr, wie der junge Coyote hieß. Den gab's ja auch. Die hat es ja alle so als halbe Portion gegeben. Mhm. Ja, so für die weniger essen, für die ich war übrigens, ne? Das, um mal zu sagen, ich war immer auf der Seite des Kojoten, weil dieser Scheißvogel, ja, der ging mir auf den Sack. Du warst dann auch immer auf der Seite von Silvester. Tweety war auch nicht so wirklich cool, ne? Mhm. Nee. Also ich war nicht auf der Seite von Elmer Fatt. Also so weit geht's dann doch nicht. Aber ich fand den Vogel doof. Ja, der war langweilig. Miep, miep. So. Ja, dann würde ich ja sagen, abonnieren, kommentieren, bewerten. Das war der Roadrunner auf dem Atari 2600. Ja.
Und mal gucken, was man da noch so findet. Und ihr werdet es ja sehen, weil wir werden es aufnehmen müssen, tun. Ich werde es mir antun müssen hier. Ja, gut wird. Ich habe einen Vertrag unterschrieben über 37 Videos. Zum Glück haben wir schon 35 davon. Ach komm, hab die mal nicht so. Da hast du übrigens die ersten beiden Ziffern vor der 37 jetzt gerade vergessen. 0 und 0? Denk mal einfach drüber nach. Das wäre, Achtung, politisch korrekt, ungeschickt, den Vertrag nicht zu lesen. Oh, tut sich was Neues hier übrigens. Ja, ja. Ah, so weit bin ich ja nicht gekommen, glaube ich. Bah, geil, die Kanone gibt's da auch? Ey, Wahnsinn. Kriegt da gar nichts auf die Kette. Kriegt der eigentlich jetzt noch, kommt da noch ein Level? Aber mal ganz ernsthaft, also das ist ein Modul, wenn ich das mal finde, dann nehme ich mit. Mhm. Wenn du zwei findest, bring mir auch eins mit. Ja, du kriegst du kriegst nur die Roadrunner Edition. Na, gibt's keinen Kojoten. Okay, dann kann man schneller durch, ja. Ist in Ordnung. Ist schon in Ordnung, ich hab's verstanden. Alles klar, wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.